gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Macht es. Oh. Was ist mit ihm jetzt nicht richtig? Oh Mann, oh. Jetzt doof. Wollen wir mal versuchen auf der? Nö, versuchen wir nicht. Nee, ich muss ihn nicht haben. Nee. Muss ich nicht, will ich nicht. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig. Okay. So, jetzt ist wieder alles weg. Ich krieg jetzt echt Blumen. Kriegst nicht gebacken, ne? Kannst du machen, was du willst? Gib mir einen Stim. Lol, na ist ja mal ein Ding. Fähigkeiten Punkt erhalten. Ah ja, machen wir glatt. Später. Okay, höchstwahrscheinlich diese Stims, also diese Heilungs-Dinger, die werden höchstwahrscheinlich auch nur. Was waren jetzt? Warum vibriert hier der Controller? Die werden wahrscheinlich auch nur mehr werden, umso mehr man ausbaut. Toll, war. Halt mich hier aufgehangen und der Kette höchstwahrscheinlich nur hier runterspringen brauchen. Genau. Verlassene Werkstatt. Ja. So, nee, so ein Haus hier unten, oder? Wir werden bestimmt an der Wand lang müssen. Mal an der Wand lang. Ich sehe nach. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam. Da
dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Aha. Ach, Mann, Quatsch. Nein. Also das sind sozusagen die vier Viecher. Also das ist der größte von allen, ja. Das ist wahrscheinlich der Papa von ihm hier. Also die vier Tiere gibt es hier auf diesem Planeten anscheinend. Okay. Freue ich mich ja riesig drüber. Hast du was? Verblasstes Wandbild. Na. Guck dir das eine an. Wo sind wir denn jetzt hier landet? Ach, ein Speicherpunkt. Jetzt können wir hier den... Sprintet nach vorn und attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints, um einen Salto über das Ziel zu machen. Haha, jo, na klar. Machen wir glatt. Die Macht. Zells maximale Macht erhöht sich. Okay. Und hier? Na klar. Unseren kleinen Anfänger, mach mal ein bisschen mehr Lehm. Was ist denn los? Zurück wird's schneller gehen. Winste. Leg nicht so. Ach, jetzt dreht sich hier wieder alles. Okay. Gibt es eigentlich auch irgendwo sowas wie ein, also sowas wie ein Aufgabenboard? Also, versteht ihr mal. Verblasstes Wandbild, ein verblasstes Wandbild, unweit des Cepho-Gewölbes auf Bangu. Es stellt höchstwahrscheinlich ein Planeten dar. Ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Okay. Also wir haben hier 4 von 4. Okay. 5 von 13. Also der Forscher. Im Endeffekt könntest du dich, sag jetzt einfach mal, du könntest dich jetzt hier auch wieder tot machen auf diesem Planeten, ja? Weil ihr seht ja hier 3 von 6, 5 von 13, einer von 4, ja, hier einer von 5, einer von 3. Also, da könntest du dich jetzt wieder tot erkunden. Ach, das sind Charaktere, okay. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass die Cepho dort passiert waren. Äußerst merkwürdig, dass diese Kultur fast der so dunkel ist. Okay. Also so lese ich diese Karten hier. Das heißt, du könntest hier... gehen wir mal raus aus dem Planeten. Also seht ihr hier den, seht ihr das Blaue jetzt hier? Guck mal, hier unter mir das ganze Blaue. Das ist doch denn auch noch alles mit zu erkunden, oder?
Ist er denn nicht bloß ein bisschen bis zum Tempel hier? Oder ist selbst auf diesem kleinen Stück noch so viel zu erkunden? Mal, hier sind so viele rote Tore noch. Also, guck mal, genau, da steht es ja 57% erkundet. 0 von 4 Truhen und 0 von einem Geheimnis gefunden. Also, mach dich tot, würde ich sagen. Mach dich tot. Willkommen in Asgard, würde ich sagen. Mal, seht ihr das? Genau, da ist ja das Schiff. Da ist unten die rote Tür. Das Spiel hätte viel Content, wenn ich das vernünftig spielen könnte. Nein, ist keine... Sag mal, auf keinen Fall, Namenloser. Auf keinen Fall. So, da kommen wir nicht hin. Ach da, über die... Das verstehe ich jetzt nicht, warte mal. Da ist ja noch eine rote Tür in der Mitte. Wo kommt denn die rote Tür hin, die da unten ist? So, links von mir ist diese Einrichtung. So, dann müssen wir nochmal rennen. Also, das müsst ihr mir sagen. Wenn wir die Story durchrammeln wollen, dann machen wir das gern. Ja. Aber wenn man so ein bisschen... Was macht der jetzt da, der Wurstpelle da? Ach so, weil ich drauf gegangen bin. Deswegen, die Gegner waren ja hier in dieser Werkstatt drinne. Was ist denn jetzt? Hä? Jetzt. Gute Arbeit. Okay. Hier leuchtet so blau. War dort denn auch eigentlich... Ach nee, hier hatten wir schon angefasst. Mein Freund, die Untersuchung der Kugel war lohnend. Hat die Untersuchung der Kugel. Jo, gucken wir uns gleich an. Gucken wir mal ein bisschen was basteln. Okay, bleibt dabei. Haben wir da hinten schöne. Och, ein Tellerchen. Okay. Und Material haben wir keins weiter. Ich will ja nicht wissen, wie viel Truhen wir noch nie gesehen haben hier. Ah! Hör bloß auf! Na, wir haben ja jetzt nichts gemacht. Sieht nur so aus wie vorher. So. Da haben wir es nämlich. Okay, also wir kommen anscheinend hier noch nicht weiter. Nee, also das ist doch diese Gerät. Okay, also kaputt hauen ist nicht. So, und das ist die Tür, die nach unten geht. Das ist die, wo wir jetzt draufstehen, was hier rot ist. Okay.
Und anscheinend brauchen wir die Tür, um da... Ach nee, da drüben ist ja diese komische Brücke. Okay. Da oben ist noch was Gelbes, noch nicht erkundet. Okay, dann schauen wir mal, wie wir wieder rauskommen hier aus dem Spaß. Also kommen wir ja auf jeden Fall, aber... Ohne Probleme, meine ich. Ah. Aha. Okay. Ach, hier. Genau. So. So, dann würde ich sagen, das war... Da drüben ist noch eine Tür. Hinter mir. Ist da drüben jetzt auf der anderen Seite, oder? Da drüben waren wir noch nicht oben. Und da ist auch wieder so eine blöde Brücke, die wir nicht runterkriegen. Genau. Da ist nämlich die Tür. Ist ja. Ist nicht, aber gut. Oder auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Leute! Scheint windig zu sein. Zack, jetzt hier raus, das Ding hier. Ich bringe jetzt nicht viele Punkte in Erfahrung. Guck mal, hier ist eine Brücke, da sind wir nämlich noch nicht. Rüber jumped. Sollten wir vielleicht auch nicht. Nein, verdammt nochmal. Natürlich cool, wenn man jetzt den Herzschlag hört. Wartet, baut ungemein auf, würde ich sagen. Also in meinen Augen baut das auf. Das ist schon sehr positiv. Ja, 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 ja. Hinter uns. What? Aha. Hier drüben. Gemüse bis zum Abbrechen. Aha. Wo jetzt hin? Aha. Mal beide Seiten. So. Na gut, jetzt wird es wohl nirgendwo hingehen. Ja. Ja. Okay. Also ich hätte die Wand nehmen können oder auch nicht. Ne, doch. Die Wand links, rechts und dann bin ich gut. Wow. Schreck mich, Junge. Bleib ruhig. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Fantastisch. Ui, was haben wir denn hier? Aha. Siehst du, so kann man ein bisschen was erkunden. Und schon sind wir bei 80%, meine lieben Schnecken.
Und Schneckerinen und so. Ich bin mal gespannt, wo ist er? Aha. Der Ding ist aber ganz entspannter, oder? Unterirdische Zuflucht. Ah, eine Truhe. Ja, wir müssen mal gucken, ob hier irgendwo einer ist. Lul? Okay. Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Ah. Okay, der ADA3A schon 20 Monate, Micha, das heißt, wir kennen uns ja schon fast 2 Jahre. Wohin geht die Zeit kleiner als 3? Wohin geht die Zeit kleiner als 3? Ich liebe diese Ausdrucksweise von dem nachsprechenden Quatschcomputer. Steffi, danke schön. 20 Monate schon? 20 Monate. Ist ja Wahnsinn, oder? Ist das echt schon 2 Jahre? Steffi, einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Hallöchen. Und Dankeschön für Resub. Weiterhin. 20 Monate. Krass. Ja, wo, echt? Aber wo geht die Zeit bitte hin? Warum leuchtet das rot? Kann man das irgendwie schieben? Steffi, wie geht's dir? Alles gut? Wie kommt man jetzt bitte schön da oben hin? Wenn ich mal so blöd fragen darf. Ah, da drüben muss es noch irgendwo einen Weg geben. Okay. Na, was ist dieses Objekt? Das nervt mich ja schon wieder, wa? 66% erkundet. Unterirdische Zuflucht. Na, wie geht's dir? Ja, man lebt, aha. Ich hab halt immer irgendwelche körperlichen Gebrechen. Was soll ich denn jetzt sagen, liebe Steffi? Was soll ich denn jetzt sagen? Da hast du leider recht. Da hast du leider recht. Mir geht's ansonsten sehr gut. Bin zwar alleine zu Hause, weil meine liebe Frau, StimmBD1. Auf Reha ist. Ja. Aber mir persönlich geht's gut. Es ist Freitag. Wir spielen, ja, ich denk, der eine oder andere kennt selbstverständlich das Spiel. Das ist ja schließlich nicht von heute, das Spiel. Ich hab Bock, die Star Wars Reihe durchzuspielen. Stell mich ein bisschen blöder an, natürlich mit Controller, ja, ist überhaupt nicht meins. Ich hab schon zum Namenlosen oder allen im Chat gesagt, wenn es das im VR geben würde, wären wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, wären wir schon weiter? Nee, auch nicht, oder? Aber Mensch, lasst uns die Zeit, ist doch egal, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, war. Völlig wumpi. Die Frage ist jetzt, wenn ich da drüben hinspringe, bringt mir das was? Nö, wa? Da liegt bloß Kabel. Aber für was ist dieser rote Stein? Warum leuchtet der Stein so rot? Momentan bahnt sich eine Sehnscheinentzündung an. Scheinbar mein Handgelenk tut extrem weh. Oh. Ah, dann wird das ja mit VR und sowas alles auch überhaupt nicht mehr, oder Steffi? Kann das sein?
Eine Sehenscheidentzündung. Steffi, Steffi, Steffi. Erstmal nicht, ne. Definitiv nicht, oder? Wahnsinn. Die Frage ist jetzt gerade, wo haben wir das letzte Mal gespeichert, dass ich... Das ärgert mich jetzt, dass wir dort gerade nicht da unten weiterkommen. Da sind 66% erkundet. Lol. Diese blöde Brücke da unten ist ja auch abnervend, wa? Ach, das ist ja die Stelle mit der Wand. Mit dem Ding. Ja, mit dem Ding. Wollen wir doch mal testen? Nee, wollen wir nicht. Da drüben ist auch noch eine Stelle, wo es nicht weitergeht. Der gelbe Bereich dort. Warum haben wir den nicht erkundet? Weil ich ein Knaller bin, deshalb. Wenn es Montag nach der Arbeit schlimmer wird, muss ich zum Arzt und mir eine Schiene mal wiederholen. Ich hab sowas. Und wenn ich fragen darf, der Entstehungsgrund dazu? Wenn du das noch nicht das erste Mal hast? Ich würde ganz gerne da drüben hinkommen wollen. Aber so wie es aussieht, Gomp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Lol. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Meditieren. Mal kurz mal abmeditieren. Also mal gleich ein bisschen viel Tee mit einmal im Mund. Hä? Hä? Achso, nee, wir wollten ja gucken, ob wir da was repariert kriegen. Überlastung kommt von der Arbeit. Hatte sowas als Küchen regelmäßig schon. Nur was rechts. Nun ist es links dran. Und wenn man da keine Bandageschiene hat und Ruhe bekommen, kann man irgendwann den Arm nicht mehr bewegen. Ja, Sehenscheidentzündung ist klar. Krass. BD1? Ich wollte nur mal hören. Ja, BD1? Ach, hier ist doch. Warte mal. Ach, das ist das. Jetzt dachte ich eben, die kann das antriggern. Jetzt bin ich schon oben beim Schiff, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Gehen hier nochmal runter. Ah, Steffi. Guck mal, siehst du hier die Kugel drinne? Die ist auch so blöde rot. Was? Irgendwas muss doch das Rote auf sich haben. Und das ist nämlich der Schatz, den wir brauchen. Und irgendwie kommt man hier rein, genauso wie die Tür. Ach Quatsch, Tollpatsch. Tollpatsch, Steffi, ist auch nicht. Ist auch blöd.
Es könnte natürlich sein, bloß weil ich mich zu glatt anstelle, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, könnte es natürlich durchaus sein, dass wir ganz andere Fähigkeiten schon hätten. Und dann könnte man, ja, eventuell hier auch bestimmte Sachen aufkriegen oder auch nicht. Ja. Da drin ist nämlich eine Truhe und ist die Kugel und die hört zu der Story und tralala und überhaupt. Ja. Aber nö, Michael ist ja ein bisschen bratwurscht. So. Hier komme ich nicht durch. Bloß um so weit zu kommen, müsste ich mich halt mit den ganzen anderen Viechern jetzt noch anlegen. Ja, die wir jetzt eigentlich schon nicht hinter uns haben, aber denen wir ausgewichen sind. Ich danke dir. Was, ein Borkling-Gang? Okay. Ach, Borkling-Gang. Ach, das sind die Borklings. Okay. Ich bin echt am Überlegen. Und wenn ihr vielleicht keinen Bock mehr drauf habt, ja? Ich weiß, dass das Schiff unser Ziel ist. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir nochmal zurückhuschen. Und zwar nicht zum Tempel, sondern hierhin. Um hier da unten diese blöde Brücke zu aktivieren. Vielleicht sollte es funktionieren. Das heißt, wir müssen hier den ganzen Weg zurück. Hier lang, hier lang, hier lang. Und hier den Fahrstuhl runterfahren, höchstwahrscheinlich. Wenn, kann natürlich sein, dass der nur hochfährt. Dann haben wir natürlich ein Problem. Würde mich schon ein bisschen jucken, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier haben wir eine Wand, an der wir eventuell langlaufen könnten. Okay. Er muss reparieren. Scheint, bin ich noch nicht so pfiffig, dass ich reparieren könnte. Aber Steffi, warum willst du jetzt... Also ich verstehe dich sicherlich jetzt in dem Punkt, weil du wieder jede Menge zu tun hast noch auf Arbeit etc. pp. Aber warum zum Teufel nochmal willst du erst wieder auf Arbeit eiern am Montag? Um zu gucken, ob es denn noch weiterhin schön wehtut? Ja? Um denn zum Arzt zu gehen, dann geht doch gleich zum Arzt munter. So. Jetzt sind wir hier. Da unten ist auch noch eine Tür. Warte mal, da gehen wir jetzt nochmal rein. Boing, boing. Euch ist gut, wa? Ich will es schon. Was ist das hier unten eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Ganz doof. Jetzt irgendwo hin. Da unten ist ein Käfig oder eine Tür, ein Tor. Ach, dafür brauche ich diese Tür, die da noch zu ist. Dann komme ich hier unten drunter. Okay. Also nichts mit Sternen, wenn ihr hier rinfällst.
Ja, wobei ich dort eh anrufen muss wegen Impftermin. Beim Arzt meinst du? Musst du anrufen? Welchen Impftermin? Corona oder was? Ach, guck mal. Abgeriegelt. Ah, okay. Ja, da wollte ich auch. Na, ich will gucken, wenn meine Frau von der Reha wieder da ist. Das war dann gucken. Gemeinsam. Ich habe diese Woche meinen ersten Test gemacht mal. Diesen Spucktest habe ich gemacht. Sehr, sehr merkwürdig, dieser Test, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn jetzt... Wo ist ein BD jetzt hin? BD? Da ist er. Ich sehe nach. Ein mysteriöses Skelett. Willst du hier denn unten mal Scanny machen? Nee. So. Aha. Na, sind wir auf dem richtigen Weg? Da müssen wir bloß da unten hin. Ah! So, und da nicht hin, sondern der auch nach oben. Lul. Da drüben müssen wir hin. Wie komme ich da hin? Indem ich... What? Ach, da drüben muss ich hin. Ja, halt, ja. Stimmt ja. Ging ja von unten nach oben. Den hätte ich nur wieder ja nicht gedacht. Stimmt ja, wir sind ja mal wieder 30.000 Mal Sturm und damit sind jetzt alle Gegner wieder da.